Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in China ist wieder leicht angestiegen. Die Behörden meldeten für Mittwoch 139 Neuinfektionen. Tags zuvor waren es 119. Damit kletterte die Gesamtzahl der Infizierten auf mehr als 80.400. Die Zahl der Toten stieg auf 3.012. Unterdessen hat die japanische Ministerin für die Olympischen Sommerspiele in Tokio, Seiko Hashimoto, eine Absage oder Verschiebung der Olympiade abgelehnt. Japan bereite sich wie geplant auf die Sommerspiele vor. Eine Absage oder Verzögerung wäre für die Athleten inakzeptabel, sagte Hashimoto vor dem Haushaltsausschuss in Tokio. In Israel wurden die Einreisebestimmungen wegen des Coronavirus weiter verschärft. Touristen aus Deutschland, Frankreich, Spanien, Österreich und der Schweiz können nur noch ins Land kommen, wenn sie im Voraus Quarantänevorkehrungen getroffen haben. Zudem müssen Israelis, die aus einem der betroffenen Länder nach Hause fliegen, 14 Tage zu Hause bleiben, hieß es. Israel hat bisher 15 Coronavirus-Fälle gemeldet. Etwa 5000 Bürger, die aus von dem Virus betroffenen Gebieten zurückgekehrt sind, sind zu Hause unter Quarantäne gestellt.